Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Fuel. Tja, wie die ganze Woche, kurze Liste, der Herr Yuyuka Fontana. Hallo. Unser Halber. Hallo. Und Kabi. Hallo. So. Ja, was treibt ihr jetzt so? Lehmschaufeln für die Mauer. Steine kloppen. Holzsägen. Ja, ich werde dem Yuyuka mal beim Sägen helfen. Bretter oder? Bretter. Endlich mal ein bisschen sägen. Wir haben hier auf die Lehmgrube Brache geschüttet. Wir machen sowas. Ich war nie da, ich kann es nicht gewesen sein. Lehm geschaufelt und Brache bekommen. Die interessantere Frage ist, wer Saatgut über die Brache ausgelegt hatte. Oder so. Da fragt ihr genau die Richtigen. Ich weiß es nämlich nicht, wer da gesät hat. Direkt an der Lehmgrube. Ach stimmt. Da bleibt aber nicht mehr viel übrig. Stimmt. Sehe ich ja erst, was da gesät wurde. Das war jetzt eher so ein Zufallsprinzip, Zufallsprodukt. Während ich hier mal den Sägemax mache, bin ich mal ganz kurz in der Küche. Verabschiedet sich die Spitzhacke. Habe ich in der Aufnahmepause doch glatt vergessen, mir was zu trinken zu besorgen. Das ist ja doof. Bleibt ja zum Glück unter uns. Ja, jetzt gibt's erstmal ein leckeres Wasser. Ja, bis zu 3 Tagen hättest du ja durchhalten können. Nee, mein Knochenbruch ist nur noch 1 Stunde 20 Minuten. Und hast du schon saisonbezogene Bretter? Ressourcen. Ja, Schläfers Zange habe ich hier. Du meintest regionsbezogen, ne? Die Saison. Die Saison Schläfers Zange. Da steht nichts von Saison. Region. Winterholz, Herbstholz. Ja, ich bevorzuge ja persönlich auch Holz, was am Nordpol gewachsen ist. Das Problem ist bloß, da wächst nicht so viel. Nimm doch das zum Südpol. Nee, das am Südpol, da wachsen doch nur Müllberge. Von irgendwelchen Expeditionen, die ihren ganzen Müll da liegen lassen. Ja. Oh, wir fahren jetzt mal zum Südpol, machen da mal ein paar Forschungen und den ganzen Müll, unsere ganzen Altölfässer oder Treibstofffässer oder Verpackungsmaterialien von unseren Einweggerichten, das lassen wir doch einfach mal da am Strand liegen. Die Natur wird sich ja schon darum nicht kümmern. Verlege ich nicht drüber. Sieht man ja, wir wohnen eh keinen Schwanz. Richtig, und die Pinguine haben nichts zu melden. Bis der Aussage war immer noch bei einem Kollegen von mir gewesen, da war es in der Schule. Wenn die Poolkappen schmelzen, ne?
und die ganzen Eisscherben übers Wasser treiben. Was passiert, wenn da so eine Scherbe mit so einem Eisbären und so eine Scherbe mit Pinguinen sich in der Mitte treffen? Ich hatte da echt Angst um die Pinguine gehabt. Also dadurch, dass der Eisbär am Nordpol lebt und der Pinguin am Südpol, es ist A schon mal ausgeschlossen, dass die sich regulär begegnen, weil spätestens an der Äquator, da dürften beide Parteien schon dreimal schwimmen. Ja, das wüsste er ja nicht. Aber alternativ würde ich mal sagen, der Eisbär wird sich über eine neue Nahrungsquelle freuen. Ja. Er war auch der Meinung, als es um das Thema ging, der Sozialversicherung, dann kam die rein, ne, so Ende 19., 18. Jahrhundert, ne, durch Bismarck, meinte er dann nur so, wie, da liefen sie doch alle noch mit Ritterrüstung rum. Bei Bismarck. Ja. Genau. Ja. Er meinte, bei ihm war es auch nicht Schindlers Liste, sondern HI hieß Liste. Okay. Du meinst A. Punkt H. Ja, der A. Ja. Ey, cool. Was hat der... Der hat ja auch eine Liste. Ja, ja, aber eine schwarze Liste. Was hat der Deutschlehrer dazu gesagt? Er war schlichtweg darüber entsetzt, zusätzlich zu der Tatsache, dass er Grieche ist und in Mathe ebenso. Ne. Da kam nur so die Bemerkung, und Mathematik kam überwiegend aus Griechenland. Hatte er dann aber auch nicht gerafft. War ein richtig cleverer Junge. Naja, vor allem, wo es dann ums Thema Vorurteile geht, ne? Frauen können kein Auto fahren. Ja, stimmt doch auch. Er hat das Prinzip nicht verstanden. Du kennst manche Frauen nicht, wie die Auto fahren. Ja, aber trotzdem, es ging sich ja prinzipiell um Vorurteile, dass man ja nicht alle über einen Kamm scheren kann. Und er so, ja doch, die können doch nicht fahren. Am besten mit Vorurteilen finde ich ja jetzt gerade wieder den Engländer. Der erst austreten will und dann wenn er sagt, ja, nee, könnten wir eigentlich ja doch nicht so machen. Nee, der austreten will, seit 2 Jahren dann die Werbetrommel setzt und dann, wenn die EU dann sagt, ja schön, ihr wisst aber trotzdem schon, dass ihr jetzt absolut kein Stimmrecht mehr habt. Ihr könnt nicht mehr mitentscheiden, was in Europa passiert. Ja. Weil eure Stimme können wir jetzt nicht mehr werten. Ihr seid ja draußen. Wie, wir können unsere Stimme jetzt hier nicht mehr werten, aber wir wollen nicht, dass ihr das und das macht. Sorry, ihr habt kein Mitspracherecht mehr. Tschüss. Nee, der Brexit ist scheiße, wir können ja nicht mehr mitreden. Ach nee. Als ich das bei Extra 3 gelesen habe, beziehungsweise gehört habe, ich habe gejubelt. Wie dumm ein Volk doch sein kann, ey. Warum habt ihr denn für Brexit gewählt? Ja, eigentlich war ich nicht dafür. Ja, warum hast du gewählt? Ja, ich dachte, das passiert eh nicht. Beste Argument gewesen. Sorry, das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument. Ich habe sowieso nicht gedacht, dass das passiert. Deswegen wähle ich dafür. Das ist genau so ein Argument, so wie, bevor ich ihn anfuhr, wusste ich eh, dass er die andere Straßenseite nicht erreichen würde. Ja, Brexit und Italien, da sind momentan gerade 2 ganz große Kracher, die noch böse einschlagen können. Du meinst, weil Italien sich nicht an ihre Sparpolitik halt tut? Ja. Da witter ich für mich ja die große Chance wieder. Wieso willst du günstig Land da kaufen? Nee, Land nicht, aber Aktien. Wenn das soweit ist, da meinst du, die Aktienkurse bröseln, da kannst du mal von ausgehen. Ich finde das ja eher gerade interessant, was in Brasilien als zweitgrößtes demokratisches Land an die Macht gewählt worden ist. Ja, ich bin für Folter. Ja, ich würde eine Frau schlagen. Ja, ich bin dafür, dass Gefangene erschossen werden. Ich hab bestimmt schon einen Daumen hoch von Erdogan. Nee, von Trump. Die Anstalt hat das. Ich wünschte, er hätte so viele Freiheiten wie Erdogan. Die Anstalt hat das jetzt gerade wieder schön gemacht. Mit ihrer letzten Sendung. Von wegen, wir steuern jetzt gerade eigentlich. Wir sind eigentlich wieder auf 100 Jahre zurück. Wir sind jetzt gerade wieder 1800. Ja. Dann bin ich wieder zur Anarchie zurück. Die
was haben die so schön gesagt? Das fand ich sehr gut. Die Merkel-Partei ist gefallen. Es ist wieder Platz für Neue an der Macht. Das fand ich schon böse. Von wegen, es wird nicht mehr als Politik-Jahrgang gerechnet, sondern wirklich nur noch als Merkel-Jahre. Merkel-Dynastie. Hallo? Die ist länger an der Macht als Kohl. Ja. Und das Witzige ist, sie selber hat gesagt, es sollte niemals ein Politiker länger im Amt sein als Kanzler, als der Helmut Kohl. Das wäre so die Obergrenze. Sagst du nicht auch, die beiden Ämter sind dürfen nicht getrennt werden oder so? Davor also getrennt voneinander behandelt werden. Genau. Also. Da bin ich ja ehrlich, da finde ich das System bei den Amerikanern wieder gut. Maximal 8 Jahre. Entweder 4 oder 8. Mit anderer Generation, jüngere Generation vielleicht auch noch eine Chance haben. Sorry, guck dir doch mal diesen Punkt, Punkt, Punkt in Bayern an. Ja, ich werde zurücktreten, aber nicht vor Merkel. Ja, genauso wie das Argument, warum sie nochmal verlängert hat. So nach dem Motto, ich kann ja keinem anderen zutrauen im Moment. So wie die Lage jetzt ist, muss ich ja leider weitermachen. Ich fühle mich ja dazu genötigt. Was denn? Und dreht sich um, die stehen hinter mir. Naja, genau. Also, meinst du, was jetzt da für ein Kelch wieder anrollt? Der nächste wird der März sein, garantiert. Nee, das ist ein Jahrestag. Glaubt ihr, dass die OKK wird? Nee, denke ich nicht. Nicht so, wie der März gerade medial gepusht wird. Da kenne ich schon die Wahlplakate der Demonstranten und der Gegenparteien. Der wird ausgemerzt. Das wären sogar gute Plakate. Ja. Wir haben ja alle Angst vor großen Diskussionen. Das muss ja immer eine GroKo sein. Ja, genau. Das Problem ist, du kriegst ja keine normalen Parteien mehr hin. Nee, das Problem ist auch, die Leute haben sich dran gewöhnt. Die Merkel macht das schon. Wir brauchen uns nicht wirklich um Politik kümmern. Das müssten die 91er-Stämme sein, oder irre ich mich da jetzt? Kann sein, ja. Wir sind 92er. Sollte genug Holz auf jeden Fall drin sein. Ja. Wie gesagt, das sind hier fast alles Ahornbäume, die hier liegen. Das Holz war zwar eigentlich für die Tischlerei gedacht, aber da sollte ich auch trotzdem 3-4-fach Menge da haben. Das hat sich ja sowieso jetzt weiter nach hinten verschoben, das Projekt. Eigentlich hat sich so weit nach hinten verschoben, bis die Eiche da ausgewachsen ist. Spätestens dann wäre das Haus gekommen. So 5 Minuten vor Ende der letzten Folge. Yay, sie ist ausgewachsen. Also, auf. Fortsetzung folgt. Ja. Das liest man am besten nochmal, am liebsten immer. Nee, war das normalerweise nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind? Aber da fällt mir gerade ein, hier 2019 geht da nicht die GOT weiter. Was ist GOT? Game of Thrones. Da musst du die einen Siedler auf den einsamen Inseln unten im Pazifik fragen. Die nicht gespoilert werden wollen. Müsste jetzt aber die letzte Staffel sein. Die 8. müsste jetzt kommen. Oder bin ich jetzt im Plan falsch? Ja. Ja, ist die letzte, ja. Hat, soweit ich weiß, 6 Folgen jeweils in Spielfilmlänge. Ach, bin ja mal gespannt, wer da überlebt. Weil man munkelt, dass die Leute, die Game of Thrones komplett überleben, richtig gut bezahlt werden sollen. Also überlebt der Erzähler. Doch, du willst hier spoilern. Es wird auf jeden Fall ein Lannister überleben. Meinst du? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Arya überlebt. Die kleine Assassinenhexe. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt keine Vermutung anstellen.
Beziehungsweise vermuten kann ich eine Menge, aber ich weiß es ja nicht. Ja, die große Frage ist, werden sie den großen Publikumsliebling nochmal umbringen? Ne? Das ist den Zwerg? Nee. John Schnee. John Schnee. Der ist doch schon gestorben. Barock hier sind 1300, fast 1500 Klumpen. Was? Wo sind die? Hier im Lagerhaus. Was? Hab ich die übersehen? Ja, du hast ja auch die Mods. Ja, die Mod ja eigentlich auch. Ja, eigentlich ja. Also hier diese Klumpen. Wie gesagt, die funktioniert gerade nicht. 373er Batzen, 720 und 320. Aber wenn ihr es so rechnet, John Schnee ist schon gestorben. Ach, das Symbol sieht ja anders aus. Ich habe irgendwie andere Klumpen noch im Auge gehabt. So. Okay, Arbeit erledigt. Ja, sehr gut. Vorbildlich. Dann hole ich nochmal Lehm. Ach, Tor braucht man auch noch. Tor musst du schon Schreine machen, oder? Was brauchst du denn da? Bleche, glaube ich. Fürs Tor werden Bleche und Schlösser gebraucht. Wie viel? Weißt du denn auswendig? Schlösser pro Tor, meine ich auf jeden Fall. Ich muss das nicht auswendig können. Ich habe eine Werkbank neben mir stehen. Ja, dann guck mal bitte. Hetz mich nicht. Doch, eilt hier. Er hat mich ganz rumgeheult in der letzten Staffel, hat mir jetzt schon im Mauer stehen. 10 Bleche, 16 Hartholzscheite und 4 Schlösser. Wie viele Tore brauchen wir? Eins? Derzeit glaube ich eins, ja. Wäre schwachsinnig, wenn das Ding ein Tor braucht. Zwei Tore brauchen würde. Verdammt, 9 Bleche haben wir noch. Okay, mach ich noch mal. Und wie viele Schlösser waren's? Was ja früher richtig schwachsinnig war, ihr brauchtet ja früher für das kleine Steinmäuerchen, für das Türchen, da brauchtet ihr ja tatsächlich ein Fallgitter. Deswegen wurde es ja nie gemacht. Was darf ich dir anfertigen? Das Tor brauchst du jetzt 10 Bleche und wie viele Schlösser? 4. 4. Wie viel Schaden wohl so ein schwerer Bolzen macht? Ich bin weg. Na, Salentin ist jetzt gerade nicht da für Testen. Ja, ich könnte ihn auch nicht craften. Dafür bräuchte ich Stahlklumpen. Das wäre ein bisschen übertrieben für den Test. Ja. Das arme Flussmittel. Außenposten schon geplündert? Also die... Auf Herzen. Ach ja, das kann ja keiner verarbeiten jetzt. Die Kräuter sind ja für uns andere Sachen, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich mit den Kräutern machen kann. Da muss ich die noch umstellen, dass da andere Kräuter rauskommen. Boah, das ist ja doof. Bei Bolzen kommt ja nur die Hälfte der Munition raus wie bei Pfeilen. Machst du mal 10 Pfeile, aber nur 5 Bolzen.
Okay, ich hole noch mal ein Ladung Lehm. Das Tor kannst du dann, glaube ich, sogar schon fertigstellen. Ich bin gerade am gucken, ob ich noch gute Hartholz-Klamotte auf Lager habe. Dann muss ich die Dinger nicht extra raussägen. Ich habe ja noch nicht alles zu Kohle verbrannt. Und zur Not reichen auf 90er oder 50er. Das Tor spielt ja nicht so eine Qualitätsrolle. PVE sowieso nicht, also da würde ich das billigste reinhauen, was. Ja. Hier liegen Stämme rum. 2, 3, 4, 5 Stück. Sieht nach Birken aus. Ja, ein riesengroßer Vorteil, dass Silkene nicht da ist. Was, dann liegen Stämme rum? Ja, hier Richtung Felder. Linken Hang, auf dem linken Hang. Wie gesagt, ich hab's aufgegeben. Weil ich weiß nicht, wer hier immer die ganzen Bäume einfach nur wahllos umgehauen hat. Ich vermute, es war Silkene. Nur wenn's Birken waren. Es ja, waren meistens Birken da oben. Birkenstämme, Dinge stehen da. Die Stümpfe und Stümpfe. Alles. Und sorry. Da sage ich nichts mehr zu Barock. Weil wenn man bei ihm irgendwas an der Schmiede gemacht hat, ist er sofort durchgedreht. Und aber bei mir in Weinwäldern alles am Birken umhauen, nur weil er das Holz nicht mag. Die Stämme stehen lässt, was wieder Berechnungspotenzial ist für den Server. So, Freiwillige vor für die Armbrust. Wo ist mein Schild? Das war ein Ja. Das war ein Hier. Ja, wir haben super Ziele jetzt so am Segen. Nein, ich bin nicht paranoid. Wo steht er? Schauen wir Richtung Schmiede vielleicht. Da gucke ich gerade schon hin. Aber jetzt so hinter den Holzpaneelen bin ich ja eigentlich geschützt. Und zur Not baue ich mir eben hier eine Notfallpalisade schnell auf. Saladin also dachte auch damals, dass er zwischen den Bäumen geschützt wäre. Und kriegt dann ein Heady. Schuss, ne? Ja. Und es wäre so einfach, ne? Aber nein, wir sind ja nicht und schießen aus dem Hinterhalt, ne? Ach, da oben! Steht da in der Mauer, der Drecksack! Hätte ich jetzt überall erwartet, nur nicht direkt in der Mauer. Tja. Sei unberechenbar, ne? Ich sag bloß diesen Zweiselkäfer. So, ich muss mir jetzt erstmal irgendein Vieh suchen, woran ich das eben ausprobieren kann. Hol dir doch ein Pferd aus dem Stall. Naja, jagen mit Pferd ist irgendwie immer ein bisschen doof. Du sollst das Pferd niederschießen. Nein, ich schieße doch nicht auf ein Pferd. Kann lieber noch ein Fell mitbringen. Aber ein Pferd hat mir nichts getan. Das ist ja auch nicht One-Hit-Tot, wenn du drauf schießt. Also, wenn ich das Riff das erste Mal gespielt habe, das allererste Mal, wurde ich von Pferd getötet. Auf den du selber geritten bist, oder? Nee, ein Wildpferd. Ich war eben komplett neu im Spiel und habe mich da genähert und wusste nicht, dass man die dann zähmen kann und so, keine Ahnung. Und damals waren die noch irgendwie anders. Die haben dann, wenn du zu lange nahe standst, haben ja die Tiere alle angegriffen, soweit ich das noch weiß.
Oder habe ich es dann sogar geschlagen? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls wurde ich dann getreten von dem Teil und bin dann das erste Mal gestorben. Ey, da ist ein Pferd. Erstmal schlagen. Ja, aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen konnte. Und dann... ja. Ein Pferdschlag. Das ist doch bei... Oh Gott, wie heißt das andere Spiel, was gerade noch mit rausgekommen ist? Red Dead Redemption 2. Der tritt genau. Ja auch richtig weg. Wie viele, da gab's, habe ich einen 30-Minuten-Mitschnitt gesehen von verschiedenen Spielern, beziehungsweise von verschiedenen Let's Playern. Und die sind alle irgendwie aufgrund von Fails gestorben. Waren an der Yacht, an der Klippe, springen vom Pferd runter, Pferd stürzt die Klippe runter. Okay, gucken dem Pferd hinterher, werden von irgendeinem anderen Viech die Klippe runtergestoßen. Du guck dir mal die hier, so Best-of. Fails bei Kingdom Come oder so an, ne? Wenn dann die Bugs da aus der Frühversion reinkamen und du mit dem Morgenstern eine gehämmert gekriegt hast und einfach in den Himmel geflogen bist und so. Das war schon echt hart. Ja, die Pferde bei Skyrim waren auch ziemlich broken. Hier bei Lüft das Bergsteigerpferd. Wenn du rückwärts den Berg hochgeritten bist oder mit dem Wagen rückwärts den Berg hoch bist, dann bist du auch plötzlich geflogen. Ich weiß nicht, ob sie es schon rausgenommen haben. Muss mal probieren, wenn du einen steilen Hang stehst, rückwärts raufreiten. Ja, das glaube ich weg. Aber du kommst auf jeden Fall rückwärts die Hänge besser hoch als vorwärts. Okay. Also der muss aber wirklich steil sein, der Hang. Allerdings haben sie jetzt einen Fallschaden beim Pferden, also wäre es keine so gute Idee. Gab's ja früher nicht. Oh. Wundert mich, dass das noch keine Todesopfer gekostet hat hier. Hust. Okay, hatten wir schon. Also nicht hier auf dem Server, aber ja, hatten wir. Okay. Rund 40 Schaden. Oh, das ist aber nicht so viel. Wie schnell lädst du jetzt die Armbrust nach? Genauso schnell wie vorher. Das dauert länger als ein Bogen. Und vor allen Dingen kannst du dich währenddessen nicht bewegen, beim Bogen schon. Aber auf jeden Fall ist die Armbrust wesentlich präziser als der Bogen. Ein Vorteil muss sie ja haben. Tja. Ich versuche das jetzt mal auf größere Entfernung. Okay, da ist so ein scheiß Huhn natürlich ein schlechtes Ziel, weil das erkennt man auf der Entfernung kaum noch im hohen Gras. Also als ich das letzte Mal so viel Kleinholz gesägt habe, sind bei weitem mehr regionsbezogene Bretter abgefallen. Ein Bär wäre jetzt mal ein gutes Ziel. Aber immer wenn man einen sucht, findet man keinen. Vor allen Dingen, wenn ich es auch andeuten darf, nicht mehr in dieser Folge. Ja, aber die nächste kommt bestimmt, ne? Das
wir uns ja noch bei der letzten Folge ja zum Gruppenfoto zusammenstellen und dann alle Runden machen. mit V in der Ansicht, vielleicht schon nach vorne switchen und dann. Naja, drei winken und Brauk hat die Armbrust in der Hand. Ja, das wird cool. Barock, was willst du mit der Armbrust? Motivationsüberzeugung. Ja. Ich will gucken, durch wie viele Köpfe ich durchschießen kann. Gab's da nicht irgendwie einen Kampfskill, dass du mehrere Ziele durchschlägst? Ich glaube schon, ja. So, aber wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abo und ja, zur vorerst letzten Folge morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Servus. Ciao, ciao.